Es herrscht Krieg in der Galaxie, also zumindest in meinem Teil davon. Hallo Leute, hallo Basti. Hallo Dennis, Krieg! Yay! Ein Krieg, den ich nicht unbedingt wollte. Man ist die zweitstärkste Fraktion in meinem Parlament, die Pazifistenfraktion. Die finden das auch nicht so toll mit dem Krieg, aber müssen wir jetzt durch. Kann man nichts machen, und zwar sieht's wie folgt aus. Die Typen haben mich einfach angegriffen, die Schweine. Die Grünen hier. Und ich muss jetzt Außenposten verloren. Ich habe echt meinen Außenposten verloren. Die haben mich da... Die haben mich zusammengebombt, ey. Ich werde mich so rächen, ey. Ich werde mich so hart rächen, das könnt ihr mir glauben. Aber jetzt erstmal, um mich nämlich hart zu rächen, muss ich mir erstmal nämlich ein neues Schiff ausdenken. Und zwar den Kreuzer. Der Kreuzer, den habe ich gerade freigeschaltet durch Forschung. Und der ist schon mal relativ stark. 370 Angriff und 400 Verteidigung, das ist ganz okay. Was ist denn das hier für eine Gummiente? Störsender aus Adamantium. Aha. Titanschrapnell. Krass. Zerstörung von Flottillenbesatzung erhöht. Ist ja geil. Okay. Habe ich jetzt mal... Wenn ich jetzt automatisches Design, dann ändert er das aber nicht. Okay. Ausweichweichwerte. Kann nur auf folgenden Schiffen. Schiff ist seltener zum Ziel. Ausweichwert Schiff erhöht. Nö. Design anwenden. Das finde ich ganz gut so. Zack. Das wird jetzt mal gebaut irgendwo. Muss ich das jetzt mal bauen. Und zwar sinnvollerweise hier nah an der Front. Da baue ich jetzt mal einen Kreuzer. Der kostet, da braucht immerhin 8 Runden. Und kostet so viel Scheiß, dass ich mir das nicht leisten kann, den zu beschleunigen. Dann baue ich in meinem Heimatsystem auch noch so ein Ding. Da müsste das ja schneller gehen. Da dauert es nur 6 Runden. Okay. Dann dauert es sogar nur 3. Super Sache. Gut. Nächste Runde. Also bisher hat der Krieg noch nicht so schlimme Folgen nach sich gezogen. Also ich wurde jetzt bisher nur bei dem neuen System, das ich hier im Süden habe, angegriffen. Oh, ich habe jetzt eine Forschung verbessert. Autonome Konstruktion, das erhöht die Befehlspunkte meiner Flotte um 3. Das habe ich jetzt extra mal gemacht, damit ich mehr Schiffe durch die Gegend steuern kann. Und eine Schlacht. Leute, wir werden jetzt gleich eine Schlacht sehen. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal das mit der Forschung machen, liebes Spiel, bitte. Danke, liebes Spielchen. Was war das hier? Hilfsmodul. Verleiht Hilfsmodule. Dann erforsche ich jetzt erstmal das. Das sollte auch relativ schnell gehen. Und dann gab es hier nicht noch irgendwas, was Flottengröße gebracht hat? Weil dann würde ich nämlich meine Flotten mal vergrößern. Das hier brachte auch irgendwas in die Richtung. Hilfsmodul Flotte, ne? Was ist das hier? Da ist es auch gut. Zack. So, dann erforsche ich jetzt mal die beiden Sachen. Und jetzt gibt's die größte Schlacht in der Galaxie. Ever. So, darf ich jetzt mit den Schiffen auch noch kämpfen oder was? Oder wie oder was? Wenn ich jetzt hier noch das noch da hinzufüge. Hier findet eine Raumschlacht statt. Okay, da darf man dann nichts hinzufügen. Gut, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Meine, was sind das dann? Mehreren Schiffe gegen seine. Habe ich echt nur 3 Schiffe? Mehreren Schiffe. Ich finde das echt ein bisschen wenig. Ich habe doch nicht nur 3 Schiffe da. Na gut, wir werden es ja gleich sehen. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ich habe eine Chance. Das wäre jetzt nämlich mega ärgerlich, wenn die erste Schlacht dieses Krieges verloren geht. Immerhin haben die ja auch schon meinen einen Außenposten niedergemacht. Das fand ich jetzt auch nicht so nett. Es geht los. Ich habe Gott sei Dank meinen einen Kreuzer hier stationiert. Den ich akquiriert habe von den anderen. Von der kleineren Rasse, von den Amblier. Jetzt. Und noch 2 kleinere Schiffe von mir. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das was wird. Also es ist relativ ausgewogen, die Schlacht. Das könnte auch richtig schief gehen. Er hat nämlich 5 Schiffe, ich habe nur 3. Aber meine sind halt insgesamt stärker. Jetzt
erstmal gucken. Ich mach mal den Scan ein, dann sehen wir ein bisschen besser. Ich mach mal jetzt mal freie Kamera. So. Dann kann ich mich selber mal umgucken, was hier passiert. Ist jetzt wahrscheinlich etwas größere Schiff sehen. Ja. Also das größte Schiff in der Schlacht ist mein Kreuzer. Aber deren Kreuzer, also sie haben auch so ein mittelgroßes Schiff, ist auch nicht von schlechten Eltern. Es hat, glaube ich, sogar mehr Panzerung als meins. Das hat 10.000 Panzerung. Übersichtskamera. Kann ich ja mal anmachen. Kann man in der Übersichtskamera, sieht man da... Genau. Ja, das ist tatsächlich, also ihr Kreuzer ist ein bisschen stärker als meiner, aber meine kleineren Schiffe, meine Korvetten sind stärker als ihre kleineren Schiffe. Das heißt, es ist relativ ausgeglichen, aber ich habe das Gefühl momentan, ich verliere. Oh, also? Mein Kreuzer ist zerstört. Ja, ich habe diese Schlacht verloren. Also gleich. Meine Schiffe werden alle gerade niedergemacht. I don't like that. At all. Vollständige Vernichtung. Man kann sich ja dann auch nicht mehr zurückziehen, ne? Das ist irgendwie... Muss man sich dann leider angucken. Aber da seht ihr, hier wird nicht geschummelt. Hier wird nicht euch irgendwas verschwiegen, auch wenn es mal nicht läuft. Und falls ihr euch fragt, wann es denn bei uns mal nicht läuft, jetzt gerade. Wird meine komplette Flotte hier niedergemacht. Sehr schwere Niederlage. Ja, ouch. Toll. Drei Schiffe verloren. Cool, das hat ja richtig gut geklappt und er hat nur ein Schiff verloren. Und zweites ist fast kaputt. Ja, da war ich ihm einfach unterlegen. Aber jetzt pushe ich hier mal richtig meine Produktion und dann pumpe ich Kampfschiffe raus. Da würde er sich umgucken, der Gute. Jetzt gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, richtig. Ausgewählte Schiffe werden repariert. Repariert die ausgewählten Schiffe. Was ist das? Nicht verkaufen. So, jetzt sind meine Schiffe hier alle repariert, super. Jetzt kommt gleich noch ein Kreuzer dazu. Und dann will ich eine Revanche, meine Freunde. Dann will ich aber mal eine fette Revanche. Mal kurz gucken, wird hier überall noch was gebaut? Ja, wird. Hier, dann baue ich in meinem Heimatsystem mal noch ein paar Kreuzer. Dann überrolle ich sie mit einer Kreuzerflotte. Wie bei Stellaris, ne, dass man irgendwann praktisch nur noch Schlachtschiffe baut. Ich baue jetzt erstmal nur noch Kreuzer. Na, ich weiß nicht, ob das hier so gut ist. Ist mir egal, ich will Kreuzer! Kreuzer! Okay, die nächste Schlacht steht an. Die nächste Schlacht steht an. Dann gucken wir doch mal, ob es diesmal was wird. Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Denn noch sind keine neuen Schiffe gebaut worden von mir. Im gleichen System. Ich habe ja hier theoretisch noch ein Schiff. Was ist jetzt damit? Darf das mitkämpfen? Sieht nicht so aus. Das finde ich irgendwie doof. Wenn Schiffe später dazukommen, dann dürfen die immer nicht mitkämpfen. Ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Na gut, ich kann mich ja auch eigentlich zurückziehen. Ich muss ja jetzt nicht die Flotte hier auch noch verschwenden, oder? Nee, fertig. Fertig. So. Kann ich dann die... Achso, weil die Flotte ist jetzt da gar nicht mit drin. Wo ist denn jetzt meine... Wohin haben sie sich denn zurückgezogen? Ach, da. Okay. Dann haben die aber einen weiten Weg zu fliegen. Das finde ich nicht so gut. Kann man auch Schiffe wieder zurück in den Hangar schicken? Ja, kann man. Eine Bodenschlacht! Oh Gott! System beschützen, ergeben. Ein Buch. Ach man, ey, das System habe ich doch gerade erst... Das ist das System von denen, die ich da übernommen habe. Was kann ich denn... Die haben sogar Panzer da am Start, ey. So eine Scheiße. Ja. System beschützen. Kann ich auch machen, aber das bringt mir auch nichts. Nee. Kämpfen. An sich sind wir gar nicht so weit auseinander, aber sie haben halt Panzer. Und ja. Es wird gekämpft. Ja, so spektakulär ist es natürlich. Ja, sieht ein bisschen aus wie bei Advance Wars auf dem Game Boy Advance damals. Ja, lustig. Oh Mann.
Aber immerhin wird was gezeigt. immerhin, ja, wird gerade gezeigt, wie ihre Panzer meine Bodentruppen überfahren. Das gucke ich mir doch sehr Klatsch. gerne an. Ja. Ja, Macht doch vollständige Spaß. Vernichtung, sehr schwere Niederlage. Oh Mann, scheiße, ey. Warum sind die denn so aggressiv? Können die mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Scheiße, jetzt ist das Schiff hier auf. Okay, wisst ihr was? Ihr nervt. Ich ziehe mich jetzt zurück in mein Heimatsystem und sammle da meine Truppen und dann zeige ich es euch allen. Dann haust du zurück. Ja, dann schlage ich sie kurz und klein. So. Genau, hier habe ich jetzt eine Flotte mit Korvetten, Patrouille, bla bla bla. So, hier wird gleich ein Kreuzer fertig, dann ist die schon mal besser, die Flotte. Na, gucken wir mal, was das wird. Oh Mann, ey. Hab gerade mein erstes System verloren. Voll doof. Einfaches Bombenschiff, Befehlspunkte Flotte, okay. So, wo kann man denn Boden einhalten? Bodensachen. Wo ist denn das alles? Gucken wir Das doch mal. frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich habe es bis jetzt nicht herausbekommen. Bodentrupp, Militär. Du kannst ja in. Es gibt ja unten dieses Suchfeld. Ich suche da jetzt einfach immer im Technologiebaum. Du kannst dann da unten ein Wort eingeben und dann blinken alle, wenn du dann rauszoomst, alle Felder auf, wo das Wort vorkommt, alle Technologien. Und dann kann man sich die natürlich nochmal genauer angucken, was das dann bedeutet. Bodentrupp, Militär. Panzer habe ich auch erforscht, das weiß ich. Panzer, weil Panzer suche ich. Habe ich Panzer schon? Weil ich habe, glaube ich, nämlich noch keine Panzer. Wo sind denn Panzer? Hier sind Panzer. Ich will jetzt Panzer haben. Panzer, 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 Panzer. Wo kommen denn da Panzer vor? Defensiv. Ach, Panzerung. Okay. Kampftaktiken. Wo ist noch was? Da oben. Ach, Landekapseln. Oh lol, das muss man erst erforschen. Dass man auf dem Boden kämpfen kann. Ja, Okay. glaube ich zumindest. So. Ja gut, dann soll er jetzt hier mal die gehärteten Legierungen machen. Also, dann mache ich jetzt erstmal ein paar Panzer militärische. waren bei mir autonome Konstruktion. Da war dann Autonome. mobile Energiewaffen, weil ich habe halt Energiepanzer. Autonome Konstruktion. Das Das habe ich ja dann ist schon. bei Okay. Militär auf Ich habe aber Stufe die. 2. Ja, ich habe aber die Panzer noch gar nicht gebaut, glaube ich. Also ich hatte zumindest jetzt keine bei der Verteidigung. Da muss ich dann wohl noch Keine mal Ahnung. irgendwas machen. Irgendwas irgendwie machen muss ich dann noch mal. Irgendwas irgendwie. Ja, irgendwie so irgendwo. Was ist denn das Schildabsatzung, da? Flotte. Was haben wir hier? Zufriedenheit erhöhen. Sehr gut. Annehmen. Glockenschilde, Hilfsmittel. So, ja, wenn es jetzt hier weiter so scheiße läuft, dann muss ich demnächst anfangen, meine Helden in den Kampf zu schicken. Habe ich zwar keine Lust drauf, aber ich baue jetzt erstmal Verteidigung auf dem Planeten. Alles, was die Verteidigung erhöht, wird jetzt erstmal hart gebaut hier. So, der Planet wird super gesichert. Super Sicherungsplanetenspaß. Boah, man kann sogar Kampfjets erforschen oder was? Cool. Schaltet Kampfjets. Lufteinheiten für Bodenschlachten frei. Kampfjets. Super Ja, Kampfjet. überleg mal, was hier alles Ich mit überlege mir drin ist das. Ich irgendwie. überlege mir Das das ist schon alles. heftig. So, jetzt haben wir hier die Flotte. Wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt mal einen Flottenanführer. Ich kaufe mir jetzt einen neuen Helden. So schaut's nämlich aus. So, wo macht man Nein. das? Markt. Markt, Helden, da. Was haben wir denn da? Schönes. Der sieht doch relativ kampferfahren aus. Ja. Den kaufen wir uns. Den kaufen wir uns. Wo kaufe ich den? 1600 Dust habe ich. Ist gekauft. Hab einen Helden. Ich hab's gesehen, welchen du gekauft Aber den hast. Typen mit der Knarre, der sah aus, als könnte der mir helfen Ja, jetzt hier. So, das der ist ein kommt. Walter, das ist einer von meinem Volk. Ah, schön. Sehr gut. Jetzt ist Ja. er der Anführer meiner größten Flotte. Sitzt auf dem Sehr größten geil. Kreuzer. Der ist allerdings leider nur Level 1, aber ist egal. Das wird schon. Der wird schon noch. Meine sind halt nicht intelligent, weißt du? Quatsch. Die sind nicht so doll.
Außerdem riechen sie ein bisschen streng, aber ist okay. Jetzt ist eine Stufe 2 Head aufgetaucht. Nein, come on. Jetzt habe ich den dummen Stufe 1 Head gekauft. Kesselraum, was? Lobbyisten der Banken deines Imperiums bombardieren deine Senatoren mit Forderungen. Oh, der ist nicht gut. Finanzielle Erträge für dein Imperium, minimalen Risiken für deine finanzielle Zukunft. Okay. Erhöht die pazifistische Ideologie. Ich habe weniger Geld, aber dafür mehr Zufriedenheit. Ich glaube, das nehme ich. Mehr Zufriedenheit ist gerade wichtig, weil ich sonst Probleme kriege. Okay, ich habe den nicht besiedelt, ja. So, wie zufrieden sind denn meine Leute? Oh, 91% Zufriedenheit in der Heimatwelt. Krass. Du hast Krieg und ich frage die Dunkelgrünen, weil sie verzweifelt sind nach Nahaliland. Okay. Aber warum sind sie verzweifelt? Irgendwie gefällt mir das. Weiß ich nicht. Was hast du mit denen gemacht? Die schreiben, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber unser Krieg gegen diese anderen Dumpfbacken läuft nicht so gut. Schlechtes Raumwetter. Wie wär's mit einer Allianz? Schlechtes Raumwetter. Schlechtes Raumwetter. Ist ein Hurrikan gekommen, hat die Schiffe weggenommen. Nicht schlecht. Das ist natürlich blöd. Das ist echt, also schlechtes Raumwetter, ja, dann kann das ja nicht mehr. So, ich gucke jetzt gerade mal, Schiff wird seltener zum Ziel, Ausweichwert Schiff, Bewegungspunkte, das können wir ja eigentlich mal installieren hier, so, dann haben sie zwar keine Sonden mehr, aber egal, so, die sind ja schon alle hier, die sind alle auf Top-Niveau. So, ich hoffe, dass meine kleine Flotte hier mal irgendwie es schafft, anzukommen. Alter, haben die viele Schiffe, die Grünen. Oh, Mann. Ich wollte ja sagen, ich habe mich mit den Falschen angelegt, aber ich habe mich ja gar nicht mit denen angelegt. Die haben sich mit mir angelegt. Aber ich werde sie mit der ganzen Härte meines Reichs fertig machen. Vor allen Dingen hat er hier so ein paar einzelne Schiffe stationiert. Die könnte man ja eigentlich mal platt machen bei Gelegenheit. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich fliege da jetzt mal hin und mach dem mal seine Einzelschiffe kaputt, die bei mir rumstehen. Ja. Sowas will ich hier nicht haben. So. Wie sieht's bei dir aus? Mit der Runde? Bist du noch dabei? Mittendrin? Okay. Der KI ist noch. Ach, die KI. Die KI wieder. Die KI mal wieder. Die KI steht für keine Intelligenz. Okay. Eine Quest wurde gestartet. Was passiert hier? Nachdem ein tragischer Vorfall... Ach, das ist eine Kooperationsquest sogar. Hochgradig ansteckende Seuche auf einer großen Raumstation. Bla bla bla. Fortschritte in der Medizin. Eine Koalition bietet sogar all denjenigen eine große Belohnung, die medizinische Forschung und Technologie unterstützen. Okay. Steige die pro Zug in der Galaxie produzierte Menge Wissenschaft auf 19.097. Alter, wie sollen wir das denn schaffen? Das ist doppelt so viel, wie wir jetzt haben. Also, wir sollen die Wissenschaft verdoppeln. Wie krass ist das denn? Also, ich schaffe das nicht, da mitzumachen. Ich kann die Wissenschaft um ein paar hundert erhöhen vielleicht, allerhöchstens, aber nicht um 10.000. Krass. Na gut. Was? Na gut. Wenn ihr glaubt, dass das eine gute Idee ist. So. Ich mache jetzt erstmal hier. Ich brauche mal einen kleinen Kriegsgewinn. Kleinen Sieg. Kleine Siege braucht das Land. Aber jetzt aktiv angreifen? Doch, kann ich. Angreifen. Flottenaktion. Bam. So, jetzt mache ich mal mit 6 Schiffen ein Schiff fertig. Das hat sich gelohnt. Der Gegner hat den Rückzug angetreten. Feigling. Feige Sau. Wo ist er denn hingeflogen? Ich erforsche mein Trägerschiff. Oh, wie weit bist du denn schon? Trägerschiff, ey. Ich will auch Trägerschiffe haben. Das ist mein größtes Schiff, was ich besitzen kann. Also das kann ich allerdings noch mal aufwerten. Ja. Damit es noch besser wird. Hier ist ein Kreuzer, so dann baue ich hier noch Korvetten. Wetten, ich baue noch ein paar Korvetten. Dann baue ich noch 2 davon. Und dann habe ich 2 volle Flotten.
am Start. Oder eine gleich, glaube ich. Ich habe ja dann da zwei Kreuzer drin. Nö, ich kann eigentlich noch eine Korvette bauen. Warum eigentlich nicht? So. Oh, Leute, ey, ganz ehrlich, das ist mir hier alles zu stressig. Ich will jetzt mal Runde beenden. Krieg ist immer so ein Stress. Ja? Also deswegen schon alleine, Leute, nicht hier in echt irgendwelche Kriegstreiber wählen oder so, die irgendwie aggressiv sind und so. Weil Krieg ist nur Stress, das ist nur anstrengend. Man hat nie Oh, seine Ruhe. what? Preise für strategische Ressourcen steigen. Sehr Oh. gut. Die zunehmenden Spannungen in der Galaxie sorgen für steigende Ressourcenpreise. Das ist realistisch, würde ich mal sagen. So. Dann möchte ich jetzt bitte mal die Typen hier Wo hinten ist mein... platt machen. Geht das? Nee. So, Drehst mal um. die Systeme sind Entschuldigung. fertig. Mann, ey, mein Gegner hat sechs Systeme. Ich habe nur drei. Wie soll denn das was werden? Das wird da so nichts. Das wird da so nix. Ich muss jetzt nacheinander anfangen, die Systeme zurückzuerobern. Aber dafür muss ich erstmal meine Flotte vereinen. Weil momentan ist irgendwie ein Drittel meiner Flotte sonst wo und die anderen in meinem Heimatsystem. Und die, die sonst wo Habe einen rumfliegen. einzigartigen Planeten entdeckt, Und den was will ich kann der nicht Besonderes? beanspruchen. Der hat fünf Felder auf Geld und fünf Felder auf Forschung, also das Höchste, Cool. was überhaupt geht. Ja, okay. Das ist echt cool. Oh, mein dazugekaufter Held ist gestiegen. Dem kann ich ja jetzt mal ein paar Flotten Sachen geben. Der Bewegungsradius Schiffe, Erfahrung pro Zug auf Flotte, Sichtweite Flotte, das finde ich auch nicht schlecht. Was ist das? Freie Bewegungsgeschwindigkeit, Sichtweite. Nee, ich finde Erfahrung ist immer das Sinnvollste, das zuerst zu machen, weil dann, je Ach, früher man das macht, und desto schneller wird die Flotte besser. noch viele andere Sachen, stelle ich gerade fest. Einfluss ist erhöht, noch mehr Forschung pro Also diese Bürger, Planeten, ja, die sind. ganz viele coole Sachen. Okay. Klingt echt gut. Ja, Oh, Alter, kommt der wir jetzt haben. echt nicht bis in dieses System rein? Ich dreh durch. Mano. Zumindest nur der Lilane bewegt sich auch schon wieder dahin. Ich würde sagen, nein, nein, schön. Oh no. Big Data. Nee, dann bauen wir jetzt erstmal hier noch ein bisschen Produktion auf. So. Wo bist du eigentlich in der Galaxis? Ganz links, ganz im Westen. Ganz außen. Und dann reise ich gerade weiter zu dir, Sehr gut. glaube ich. Tu das. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, durch irgendwelche Wurmlöcher zu mir zu kommen. Weil im Phaedix-System ist eine Grenze, wo man nur weiterkommt durch Wurmlöcher. Also, Ich sobald du im habe ja Phaedix-System bist, Wurmlochforschung. bist du auf jeden Fall bei mir in der Gegend. Wenn du das geschafft hast. Korvetten gebaut. Oh, es ist schon wieder Wahlzeit. Alter, die Militaristen, die haben mega die Macht übernommen gerade bei mir. Vorher war ich immer bei 50% Industrielle und der Rest dann so verteilt auf die anderen. Und jetzt bin ich 37% Industrielle und 35% Militaristen. Also ich kann wahrscheinlich knapp die Regierung weiter stellen sozusagen, aber die Militaristen sind mit Abstand zweitstärkste Kraft. Fast stärkste. Aber ist ja auch verständlich, wir sind schließlich im Krieg. Also. Und das Einzige, was ich auf allen meinen Planeten gerade baue, sind Schiffe. Also es macht, wundert mich auch nicht, dass das so läuft. So, na gut, machen wir das mal so. Greife ich die an, die werden nur eh wieder fliehen. Nein, ich habe die zwei Schiffe vernichtet von ihm. Geil. Ja, mein erster Sieg. Mein erster Sieg. Sieg. Zwei Schiffe vernichtet. Zwei gegnerische. Die Bächen da weiter. War jetzt zwar kein großer Megakampf, aber immerhin. Mein erster Sieg. Ha, was für ein schönes Gefühl. So, Befehlspunkte Flotte erhöht. Bombenschiffe erforscht. Das ist alles sehr schön. Jetzt brauche ich aber wieder irgendwas, was mir Dust bringt. Denn ich habe gerade Minus. Das finde ich nie so gut. Denn ich brauche ja schließlich Geld, um den Krieg zu führen. Ein Zabel-System. Ohne Geld ist nichts los. Muss ich hier weiter nach oben? Noch Fruchtbar hier gemäßigt, das ist auch nicht so hinten. schlecht. Oh, 19 Runden, das dauert mir aber zu lange.
Was ist das hier? Handelsgesellschaften. Oh, das werde ich erforschen, das ist gut. Die kann man dann als Systemverbesserung bauen, die Handelsgesellschaften. Das ist cool. Yeah, meine Schiffe sind Das gleich habe ich besser. schon alles. Oh, das habe ich schon alles. Oh, du bist ja Ja, cool. ich krieg plus 1000. Plus 1000 was? Plus 1000 Forschung? Plus 1000 Dust? Energie, das, ja. Plus 1000 pro Runde? Ja. Was? Ich habe minus 70. Ja. Und Was? mein Höchstpunkt war plus 100 oder 200. Plus Nee. 1000? Wo nimmst du das denn her? Ja. Ich baue halt immer Ich so bin viel. halt. Ich habe halt immer so viel. Ich. Meine Planeten sind halt alle bis oben Schein. vollgebaut mit Scheiße. Schein hat etwas richtig zu machen. Ja, toll. Du wirst ja auch nicht angegriffen Wissenschaft von plus irgendwelchen. Wissenschaftsproduktion pro Runde 1106. Was habe ich da? Wo sieht man das? Hier, plus 744 habe ich nur. Also ich mache auf jeden Fall irgendwas falsch, sagen wir mal so. So, ich erhöhe jetzt aber mal die Wissenschaftsproduktion. Das ist ein guter Hinweis. Ich habe nur Und... die Befürchtung, wenn ich einen Träger baue, dann werde ich nicht mehr so viel lassen. Es kann schon sein, dass das Problem wird, problematisch wird. Ach, Mist, untätiges System. Dann bauen wir doch da mal die Verteidigung aus. So. Zug beenden. Oh Mann. Ach, die Folge ist schon wieder so lang. Okay, dann müssen wir gleich mal eine kleine Pause machen. Aber erstmal schauen wir, was diese Runde passiert. Verärgerter Wie Forscher, sieht das ist aus, zu wissen? Ende. Okay. Das heißt, Zweite Nebenfunktion entdeckt. das ist fertig. Fliegt mal alle hin, wo ihr hin müsst. So, was habe ich denn hier an Flotten noch so am Start? Also, in meinem Heimatsystem kann ich ja hier noch eine zweite Flotte eigentlich aufbauen. So. Dann haben wir das. Dann kommt hier noch eine Flotte raus. Die packen wir da noch mit rein. Jetzt habe ich eine 7er und eine 8er Flotte. Okay. Und dann kommen die Schiffe hier dann auch demnächst mal an. Genau. Da sind ja auch nochmal vier Schiffe drin. Das heißt, die kann ich verteilen auf die 7er und die 8er. Das heißt, ich kann noch eine Korvette bauen. Und habe sogar noch Platz oder eine Patrouille oder so. Dann baue ich noch eine Korvette. Wie weit links kann man denn überhaupt gehen? Das ist jetzt mal die Frage. Was meinst du mit wie weit links? Wo, ich weiß ja nicht, ob vielleicht da hinten man gar nicht aktuell hinkommen würde in unserer Also Runde. das linkste Weißt du? System, was ich sehe. So, jetzt ist hier gerade das Forschung fertig abgeschlossen. Ja, ist okay. Das linkste System ist das Centaurus-System und wenn du dir die Galaxie anguckst, dann siehst du, ich versuche es jetzt mal anhand der Nebel zu beschreiben, die man sieht. Wenn du im unteren Bereich der Galaxie bist, dann hast du doch da so etwas herausstechende Nebelschwaden. Unten, links. Siehst du die? Da sind so etwas dunkel- oder grauere Nebelschwaden unten in der Bei mir Galaxie. sind sie vielleicht grün. Ja, na, Also ich habe grüne von mir aus Nebelschwaden. sind sie auch grün. Ach so, siehst du da, wo die Galaxie im linken Bereich, also links Mitte, mittig vom Zentrum. Wenn du da so nach Ja. links gehst und dann ein bisschen nach unten, dann wird's doch da so grün. Ja. Genau, von da aus, da wo diese grünen Schwaden am dollsten sind, da geht's dann nochmal so ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht so ungefähr nochmal so breit wie das Grüne ist, geht's nach links weiter, die Galaxie, also da wo ich sehe. Also da wo es dann so blassgrau wird, so weißgrau. Bis da Ist ja geht's. doch recht groß Ja, eigentlich. ist relativ riesig. Wo bist du jetzt genau? Du bist eher so mittig oder eher so rechts oder wo bist du? Ich bin neben Jedix-System. Ja gut, das sagt mir ja nichts. Also mein, ja, ich bin mittig eigentlich. Eigentlich doch recht mittig. Recht zentral. Okay. Cool. Dann ist es Also ja wenn gar man nicht so von weit. Zentrum in der Galaxie geht, dann ein bisschen weiter auf der rechten Seite, da ist schon das erste System meins. Okay. Na gut, ist aber trotzdem die halbe Galaxie entfernt. Ja, aber meine einen Schiffe sind schon beim Sa'ien-System, also ich müsste dich bald sehen, das ist schon relativ bei dir in der Dann Nähe. bin ich ja mal gespannt, Sind wann wir drei uns mal Großkampfschiffe, also
treffen. Ja, dann kannst also du ja hier gleich Träger, den Krieg einstellen. Mein Träger ist dabei, mein Leichter. Das ist halt der Koordinator, der kann schon die ersten Träger, also erste Flugzeuge haben. Dann habe ich ein Langschiff und eine Bolze Klasse 2, die feuern mit Torpedos und allen möglichen Scheiß. Hauptsache kaputt machen. Gut, Leute, wir machen eine Pause. Die Folge ist super lang und nächstes Mal geht dieser epische Krieg dann in die nächste Runde, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wird dann eine Runde sein, wo ich mir ein bisschen was zurückhole, denn ich habe dann jetzt meine komplette Flotte zusammen. Und mit meine komplette Flotte meine ich drei komplette Flotten, mit denen ich mal schön Stunk machen werde beim Gegner. Aber das erst nächstes Mal. Bis dann. Bye, bye.